So, und jetzt nochmal den Glockenschlag und es geht hier mit unserem zweiten Halbfinale. Das ist schön. Beide Mannschaften bekommen eine Verwarnung, einmal wegen Festhalten der Stange und einmal wegen Tiefstoß. Ja, so ist es mit den Verwarnungen und Verwarnungen. Verwarnung ist die erste, die ausgesprochen wurde an beide Schächer. Allerdings, ein Hinweis nochmal, beim zweiten Tiefstoß würde es wieder eine Verwarnung geben und damit wäre der Schächer aus und die Info wäre, oder ist sehr interessant für ihre Quelle von Rappenberg. So, jetzt NSC gegen Hochboot mit der weißen Antwort. Es ist
Seed Rappenberg und somit wird sie auch im Finale. Herzlichen Glückwunsch! Wir sind im Finale des Finderstädtchens 2015 und wir sehen den SSC Drammenberg gegen den Wormser Ruderclub Blau-Weiß und das wird ein spannendes, ein packendes Finale. Da freuen wir uns natürlich drauf. Hinweise für beide Mannschaften, wenn es eine Verwarnung gab, ist sie weg. Also im Finale sind die Verwarnungen gestrichen und es wird gestochen bis zum bitteren Ende. Also mit Aktivitätspunkten, wie die Schülerinnen da oder so, die gar nicht abgeben. Denn wir möchten einen ins Wasser gehen. War übrigens auch traditionell so, dass jeder ins Wasser gesprungen ist beim Finderstechen, weil das ist so ein bisschen ein historischer Hintergrund des Finderstechens. Es war eine Beschwörung der Wassergeister, dass die Fischer einen guten Fang